Lambert-Ebene. Aurora wanderte über traurige Auen, hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jeder Hoffnung bar, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonne Licht. Geduld, mein Kind, so schnell geht das nicht. Tiefer als tief, komm ich wieder, komm geschwind. Schatz Mimmel, das höchste Mond, so ich noch immer. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen. Ich beginne meine brillante Bühnenzukunft. Du meinst Karriere. Hör ich so. Und hör, was ich sage. Mein Auge. Ignikolus, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, sie süße Nora. Kann das denn sein? Du lagst im Bett. Aschfahl wie ein Brett. Es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es, Vater? Fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt. Ein Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmten herrlichen Duft, dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in den Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Geh mir nach Hause zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir für wahr. Jedes Hindernis, heute und immer da. Thank you.
hart, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis ins Elfenland, nicht für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ach, du hast sie auch getroffen. Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Dieser luftige Tempel ist der Ort. Zum Hoch hinaus können wir nicht schwimmen. Irgendein Weg dorthin wird es schon geben. Vielleicht fragen wir die Leute, die hier leben. Thank you.
Nein, ein Glühwurm, gnädige Frau. Ah, du bist auch frisch und blau. Aurora, der Käfer, passt zu dir. Ja, genau. Herum auf meinem Lande. Kommt schon her, ihr kleine Bande. Madame Capigny, bitte verzeihen Sie. Einen Weg zum Tempel in den Wolken suchen wir. Bin keine Madame, kenne Sie. Ich gehöre nicht zu dem Stadtkapilli. Hör nicht auf die Minzefresser. Vertrau nur mir. Hast du dir mal gefragt, warum schmeckt sie kalt? Die sagen's nicht, aber ich hab einen Verdacht. Danke für die Warnung, doch muss ich gehen. Warte, ich sehe, du hast Okuli mitgebracht. Ich geb dir welche, willst du schützen? Hier, kleiner Tipp, ihr könnt dir nützen. Zu mächtigen Vereinen kannst du sie. Probier's aus, find daraus wie. Du kannst es auch schenken, wem du vertraust. Zu teilen würde ich dir empfehlen. Nur raus hier, junger Hüpfer. Mehr werde ich eh nicht erzählen. Bulmus Populi. Rechts in Matiltis Wald. Nur über diese Kuppe steigen. Die Bewohner werden uns den Weg schon zeigen. Von Mäusen und Magna. Des Profits willen kann man sterben. Doch möchte ich lieber um mein Mann werden. Ja.
Neues vom Börsenpaket. Ich muss aber sagen, der Sturz ist fast komplett. Jetzt muss man mir wieder sagen, man sollte heute da nichts mehr machen. Verschlossen. Das macht mich nicht verdrossen. Entschuldigt die Störung, aber eure Hilfe ist vonnöten. Ist es ein Drache? Hat er eure Kinder gefressen? Sollen wir ihn töten? Nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis hinauf zum Boden. Noch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Könnt ihr einen Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Geht nun direkt hinein. Also Ruhm, ich würde ja lieber Kohle bevorzugen. Egal. Ui, ui, ui. Ja, dass es kein Drache ist. Das machen wir wohl im nächsten Teil.